Komm jetzt. Hä? Komm zurück. Kommando, tiefer. Komm zurück. Put, put. Immer diese Cowboy-Girls, ey. Cowgirls. Ja, na klar. Ui. Okay. Nee, sie ist ein bisschen tiefer. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen ihr helfen. Hey. Ja, tschüss, Severus. Ist okay. Naja. Wir sind Schwund ist immer, ne? Guntra Flussbett, 2 Stunden später. Hoffen wir, dass er Glück hat. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich mache mein Stickerchen. Oh, wow. Viel Spaß. Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Ja. Werde ich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Blablabla. Okay, Klettern ist neu. Severus, Huckepack, nimm mich Huckepack. Bitte, was diese? Was? Ich hasse Sephiroth, okay? Nur weil so langes, ein langes Schwert hat. Hätte ich mir gerade sparen können, ne? TP-Boost. Kannst du bitte aufhören, mit dem Schwert in eine Richtung zu fuchteln? Was hat er denn so Schönes? Wiederbeleben, heilen, Luft. Kann ich ihn Sachen klauen? Oh, schade. Ich dachte, ich kann ihm das einfach wegnehmen. Das schaffst du.
Ist das alles? Sephiroth! Genug. Schau gut hin. Kein Job. Das schaffe ich aber allein. Das schaffen wir ganz alleine. Helmpforte. Alter. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist beim Kampf gegen jeder jeweils aktive Charakter. Okay. Hier ist das Zeug auch. Ja. Und ziemlich konzentriert. Seht euch vor. Oh, nee. Marco, in dieser Dichte ist gefährlich. Wir müssen hier schnell durch. Oh, mein Kopf, ich hasse es so sehr manchmal. Ich gewinne. Ziemlich schwach. Übernimm. Bleib zurück. Hallo. Es kommt. Beeilen wir uns. Ich muss gerade für Twitch Handynummer angeben, dass es. Das hat erstmal gedauert. Muss dann immer auf nichts anderes warten, bis ich sowas verifizieren kann. TF. Twitch ist eh seltsam. Ich habe nur mit E-Mail-Verifizierung, aber... Das ist eigentlich so die Standardsache. Ja, stimmt, da ist ja keine SIM-Karte. Ne? Ich kann nicht mitdrehen, ich habe beides verifiziert, musste ich eh für den. Ja, okay. Ja, gut. Ja, keine SIM-Karte. War's auch, ja. Das stimmt. Zum Simsen. Wenn man unterwegs Internet hat. Eine Makroquelle. Wenn man nicht hier unterwegs ist. Sie ist wunderschön. Bei mir lohnt sich das eigentlich auch nicht so. Ja, aber wenn wir zu viel Makro verbrauchen, dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn. Wer sagt denn sowas? Papa. Und der Bürgermeister auch. Der Planet ist riesig. Makro gibt's genug. Nicht? Naivling. Natürliche Materia. Materia entsteht aus verdichteter Makroenergie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? In den Materia
ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Mhm. Der duldet nicht mal das Wort Magie, weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Oh, ja. Hojo aus der Forschungsabteilung. Hodo. Hoden. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter. Überall Makogas. Schön einatmen, Leute. Mein Schatz. Ach, das ist wieder dieser Keulenschwinger. Ach, nö. Gut, da darf ich nicht durch. Ich glaube, das Gaslight, weil die Tüte nicht gruselig ist. Ja. Ich glaube auch. Hi. Wo kam das her? Ich kann meine Stimme verstellen. Anscheinend. Sehr creepy. Ist das alles? Verschwinde. Ja, ich nicht. Ja, ich übernehm's für dich. Okay. Ich verstehe meine Stimme also zwischen den Zeilen. Mhm. Dieser macht bei Synchro im nächsten Schön, dass ich nur creepy Stimmen und unangenehme Stimmen nachmachen kann. Ist ja toll. Hallo, Sorax. Das ist ja voll nett von dir, dass du das jetzt Oh, Mann. Wer soll denn das jetzt? Das dauert nicht lange. Schau gut hin. Bring es hinter uns! Bring es hinter uns, Analyse! Wirksames Eis! Übernimm! Bleib zuerst aus! Töte sie alle! Alter, Sephiroth ist voll der Übertreiber! Sölle. Der Herr der Ringe, die Schlacht des Kehlkopfkrebs. Ja. Mensch. So, kletter einmal. Hui, wie schön. Erstmal runterfallen. Okay, vielleicht doch nicht. Das würde ein bisschen tödlich enden. Klettern, klettern, klettern. Du sollst klettern, Mann! Jo. Jetzt haben wir eine schöne Aussicht hier. Klettern, du Husten! Bereit! Wenn der Gegner einen unblockbaren Angriff vorbereitet, erscheint neben dem Namen der Fertigkeit Symbol für, Warndreieck. Verschwende.
Ja. Jetzt oder nie. Warte, töt ihn noch nicht. Zephyrus, das schaffe ich auch alleine. Ich schaff doch ganz alleine. Das wird so nichts. Lief ganz gut, oder? 2 Minuten sind um. Okay. Da lag Loot. Spring runter, Cloud. Ich weiß nicht, dass man da klettern kann. Deswegen muss mir das Gelb anmalen. Ja, die hätten ruhig eine dezentere Farbe nehmen können. Das ist immer sehr verwirrend. Alles so farblos und dann klatschen die da dieses Gelbe hin. So, müssen wir da hoch? Ich will aber, dann gehe ich erstmal runter. Ich will das sammeln. Ja, okay, ihr springt alle runter und ich muss hier blöd rumklettern. So, was gibt's denn hier Schönes? Materia-Amplifikation. Ich habe, glaube ich, aber keinen Slot mehr frei, ne? Nö. Okay. Dann wechseln wir das, würde ich sagen. Damit wir das leveln. Und einfach Stangen, die noch am Felsen stecken, die hat noch das alte Gitter erinnern. Wenn kein Plan weiß oder so. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele, die halt das wirklich dann nicht sehen oder so. Ich meine, ich übersehe auch manchmal Wege. Aber ja. Ich finde immer schön, von Abschnitt zu Abschnitt immer diese Musikveränderung. Voll geil. Das ist ein sehr großer Platz. Während des Blockens mit R1 kannst du durch Drücken der entsprechenden Taste Synchroaktion im Team mit deinen Gefährten ausführen. Synchroaktionen verbraucht keine ATB-Einheit und unterscheiden sich je nach gesteuerten Charakter. Wenn du während des Blockens das Touchpad drückst, werden Informationen zur Synchroaktion angezeigt. Zwillingsklingen. Ja, easy. Der Montisaurus! Zott Monte greift uns an. Dein Job. Bleib zurück. Das schaffe ich auch allein. Wenn die Schockgleise von Gegnern komplett gefüllt ist, stehen sie unter Schock. Ja, das ist mir klar. Teilen wir uns.
Das war ein hässliches Huhn. Fand ich den Ghost of Tsushima gut gemacht. Da gab es den visuellen Hinweis durch den Wind oder aber man hat das Piepsen eines gelben Vogels gehört. Oh ja, Ghost of Tsushima war richtig geil, was das anging. Das war schon sehr besonders. Ich glaube, ich habe noch nie so oft mein Touchpad berührt. Hallo Mosi. Grüße aus nicht mehr München? Okay. Wo bist du dann? Präzise Abwehr. Och Mann, jetzt habe ich so viele Sachen und kann die nicht alle einsetzen. So, Bild ist fertig, Peekaboo. Oh nein. Oh boy. Schau gut hin. Das war keine große Sache. Heilige Scheiße, ey. Weißt du, so groß hat man das gar nicht in Erinnerung. Und das Spiel hier... Hold my beer, oder so. Automagie. Oh, nice, Musi. Ich drück dir ganz fest die Daumen, ne? Dass alles klappt. Zu groß hat man es gar nicht in Erinnerung, that was she not. Ey, ist halt so. So viele Items. Ja. Ja, ja. Oh, kann ich ja Staub saugen? Hier ist so viel Schmutz. Erhöhte Konzentration ja. Von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Ja, dafür sind wir hier, Leute. Wir saugen jetzt das ab. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber wir gehen jetzt mal. So, aus dem Weg hier. Kabel nie lang genug. Ich hab's irgendwie geahnt. Was hat den Final Fantasy Rebirth am meisten gefallen, Stabs? Ja, die Luft säubern. Ist ein bisschen widerspenstig, das Teil.
70% reduziert. Luftverunreinigung beseitigt. Lift wird entriegelt. Oh Mann, ey. Ich finde das halt wirklich sehr entspannt. Ja, ich kann das erst nach dem Stream lesen, Mosi. Aber ich drück dir trotzdem die Daumen. Kiste, 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 alles egal. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ja. Loot, loot, loot. Tut der Claudine gut, gut, gut. Es ist so dunkel. Oh, seht mal, ist das der Ausgang? Ah, Claudette war das, ja, Claudette. Ja. Tschüss, Tifa, war schön mit dir. Hier geht erstmal Tifa in die Höhle. Und ich muss mitgehen. Ah, ja, klar. Wartet. Wow, Mosi. Was? Zurück. Oh, bist du hässlich. Jetzt kannst du sehr ruhig, Chloe. Könnt drauf verzichten. Ja. Will wohl seine Haare beschützen. Als wollten wir hier etwas stehen. Freund hier. Sollte vielleicht mal was anderes versuchen. Analyse. Du kämpfst. Wirksames Feuer, immun gegen den... Oh, okay. Nachlässig. Dann mal los, Sephiroth. Los geht's. Vergiss die Abwehr nicht. Abwehr? Sephiroth, bleib zurück. Du kannst doch noch nicht immer nur Standardangriffe. Ah, jetzt macht der Backseat Gaming, der Penner. Freunde sind füreinander da. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Was ist das? Sephiroth! Schön clever. Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Feuer! Jetzt auf die Beine! Dein Job. Das schaffe ich auch allein. Auf die Clown! Hol es runter!
Ist das alles? Sauber! Jetzt aber los! Geht klar! Hallo, bin Kartoffel! Ja! Bereit! Jetzt komm ich! Brenne! Zephyrus! Das schaffe ich auch allein. Hallo, Just. Du hechelst ja regelrecht. Aber vor Freude. Vor Freude, was? Was? Alter, was ist denn hier los? Scheiße. Kreuzspirale. Die machen jetzt eine Kreuzspirale. Was ist denn hier los? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mach dich bereit. Ziemlich schwach. Wow. Sowas schafft echt nur ein Held. Oha. Hier für dich. Bleib zurück. Verdammt, nicht schon wieder. Was kannst du eigentlich? Sephiroth, ich brauche Hilfe. Ich muss auf die Klaue zielen. Geh nicht zu nah ans Makro. Boah, Alter. Wie schnell er einfach ist, ne? Bring es zu Ende. Das war geil. Hallo, Thor. Hallo, Stefan. Gut gemacht. Jetzt mach mal halblang. Also, wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns obermiese Drecksau, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Nur Geduld. Du wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drinnen aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Oh. Oh.
passiert was. Sei nicht so sauer, Tifa. Ich wäre auch gern mit reingegangen. Ja, das ist aber kein Platz für dich. Dieser Typ kriegt den Mund wohl echt gar nicht auf. Ich wäre auch gern mit reingegangen. Schöne Aussicht. Oh, da komme ich nicht rüber. Schade. Hätte ja sein können. Bin ich hier richtig für den 24-Stunden-Stream? What? Also ich würde schon gerne morgen mehr eskalieren als heute, aber... Naja. Was ist denn 24, dort 48? Ihr könnt mich mal! Der Reaktor ist ja ganz normal in Betrieb. Eigentlich sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Die Gierigen, ja, ich merk schon. Danger, anfassen! Ach, meine Nase kitzelt die ganze Zeit. Ja, heute wäre ein bisschen kritisch, weil wir haben ja jetzt erstmal Donnerstag, ne? Morgen können wir richtig loslegen. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit, also. Wollt ihr mich loswerden? Wenn du nochmal beten willst, dann tu's jetzt. Wie ein guter Christ? Okay. Das wäre jetzt der Spruch, ne? Ich kann es morgen auch besser genießen, Genova? Weil ich nicht in die Nachtschicht muss. Aber das war doch...
Das ist mein Kühlschrank, aber ich sammle Kühlschränke. Das ist dann das Hobby. Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Oh je. Oh, die Musik, ne? Schon ein bisschen langsam hier, ne? Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Hm? Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Weg.
Zephyros ist zur Shinra-Villa gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Von der Lage im Reaktor habe ich auch noch nichts gehört. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Von der Lage im Reaktor habe ich auch noch nichts gehört. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Mhm. Du suchst Zephyros. Der hat die Herberge vorhin verlassen. Falls du Zephyros suchst, der ist gerade rausgegangen. Vielleicht ein Spaziergang? Gut, dass ihr alle denkt, dass ich Zephyros suche. Angeblich in die Shinra-Villa. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Marco eingeatmet hat? Dann bringen wir ihm mal etwas Medizin. Ja, geht mal lieber nicht hin. Die sind nicht gut. Ich muss raus. Eva, bist du zu Hause? Oh, wie du denn? Das Licht. Kann ich spannen? Und wieder werden wir enttäuscht. Oh je, Mosi. Ja, ich sehe schon. Okay. Was heißt hier wir? Na, ihr seid doch auch enttäuscht. Du bist hier die Spannerin. Also, um es richtig zu stellen, Cloud ist der Spanner, ja? Du bist gerade klar. Nee, das ist, stimmt jetzt gar nicht. Keine Sorge, wir machen das. Immer die Unschuldigen, die Schuhe. Die... Ja, ich sag einfach nichts mehr. Jetzt ist er zu dieser gruseligen Villa gegangen. Und ja, das ist alles so Crisis Core-mäßig auch. Haben wir ja gespielt und da waren wir auch überall drin. Jetzt macht doch nicht so ein Gesicht. Falls ihr wirklich ein Ungeheuer einfallen sollte. Ja, es ist schon richtig, dass es dir so ein bisschen bekannt vorkommt. Deswegen ist Crisis Core halt auch so wichtig, auch zu spielen. Zum einen wegen der Vorgeschichte und... Falls du Zephyros suchst, der ist in die Shinra-Villa. Zephyros sah irgendwie krank aus. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Die Villa war das größte Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Kann man Klimmzüge auf Zeit machen? In der Villa ist es bitte nicht. Das war im vorherigen Teil schon schlimm. Oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Zephyros? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es ist so dunkel, ich kann euch nicht hören. Schon wieder kleiner Zaun. Schon. Aber Cloud ist ja auch ein Lauch, von daher.